Herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Elex, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich werde jetzt zuallererst einmal diese komische Ratte hier töten. So. Und jetzt weiß ich auch, warum hier so ein komischer... Nee, das ist gar nicht der Beißer, ne? Wo ist der hin? Da unten? Oh, oh Gott. Aha. Dummer Beißer. So, jetzt erwische ich dich aber. Komm schon. Und nochmal. Nein, nicht daneben. Zack und zack und zack und... Ja, sehr schön. Die Fünfer-Kombo hat gesessen. Wow, 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 wow. Und nochmal hier. Ja, so. Jetzt wird gleich Feuer kommen. Vorsichtig. Ja, ich hab's mir gedacht. So ein Drecksack. So ein Drecksack. Ohne Witz, ey. Also ich muss sagen, gegen den ist das Jetpack nicht mal ansatzweise OP. Also das Vieh ist trotz des Jetpacks sauschwer zu besiegen. Muss ich ehrlich mal gestehen. Der ist nicht einfach. Weil der genau wartet, bis du gelandet bist und dann haut er dir seine Flamme ins Gesicht. Wow. Und der haut auch massiv Schaden raus. Ah, ich weiß genau, was du wieder vorhast, Freundchen. Und das kannst du dir aber sowas von getrost abschminken. So, und der Superschlag, komm. Sehr schön. Ja, da kam die Flamme. Hohoho. Nein. Boah, dieser Beißer, ne? Bei dem ist das Problem diese Flamme, die der abschießt. Hier muss ich aufpassen, aber wartet mal, ich will mal ganz kurz gucken. Hab ich gegen das Vieh eine Chance? So eigenartig aus. Schleimdrakon. Okay. Ich könnte eine Chance haben. Aber ich habe bei dem das Gefühl, dass der auf jeden Fall nicht einfach wird. Und seine Zeit benötigt, bis ich den besiegt habe, dieser Schleimdrakon. Ja. So, den soll ich auch möglichst nur mit schweren Angriffen versuchen. Oh, 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 oh. Der kann noch so einen Plasmaschuss. Ja gut, der liegt da jetzt unten. Ist ja egal. Ich schaue mich mal erstmal hier um. Der wird bestimmt irgendwas Gutes überwacht haben, oder? Nee, hat er nicht. Egal, dann laden wir neu. Dann hat sich das hier nicht gelohnt. Da gehe ich jetzt in die Stadt. Ignoriere die beiden jetzt. Ist mir zu doof mit dem Beißer und dem... Oder dem Reißer. Dem komischen Schleimdrakon oder wie die auch immer heißen hier. Jetzt in die Stadt. Hier haben wir erstmal einen Teleporter, den nehmen wir mal mit. Schön. Zack. Dieser Teleporter hat eine Verbindung zu einem weiteren, der sehr weit entfernt von hier ist. Scheinbar habe ich gerade noch einen weiteren Teleporter in der Nähe des Horts der Kleriker in Ignadon aktiviert. Ah, okay. Okay, das scheint auf jeden Fall der Weg in die Stadt zu sein. Der hat auf jeden Fall eine krasse Rüstung. Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Gar nicht mehr. Wir haben Weisung, niemanden mehr hineinzulassen. Diese Stadt ist ein Pulverfass und wir Kleriker versuchen alles, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr schädliche Elemente in die Stadt zu lassen. Die Outlaws scheinen mit unserer Führung nicht ganz zufrieden zu sein. Aber ohne Ordnung und Gesetze kann keine Zivilisation bestehen und wir können hier keinen Aufstand gebrauchen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht in die Stadt kommen. Mit denen kannst du dich ja zusammenschließen. Sie haben sich weiter draußen in einem der alten Häuser eingenistet. Mission ausgesperrt.
Mist. Mann, warum haben die daran gedacht? Ich hab gehofft, sie haben es nicht beachtet. Da komme ich nicht so einfach rein. Wow, 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 wow. Okay, da kann ich auch nicht lang. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal unten wieder zu dem Haus. Gucken wir mal. Vielleicht finde ich ja da irgendwo was dann. Einfach mal ausprobieren. Vielleicht klappt ja. Oh, richtig, so. Schön erstmal hier weiter entlang gehen. Ja, da sitzt schon irgendwer. Meinst du wirklich? Outlaw, Outlaw. Hier wird man dauernd angebaggert. Hunter. Willkommen im Lager der Unreinen. Wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Ja. Und er hat dich nicht reingelassen, richtig? Sonst wäre ich nicht hier. Also pass auf. Ich habe eine Möglichkeit, wie du in die Stadt kommst. Aber die ist riskant, weil du möglicherweise nicht mehr herauskommst. Was? Wieso sollte ich nicht mehr herauskommen? Nicht, dass es dir wie Cooper ergeht. Du solltest eines wissen. Jeder, der keine gültige ID hat, wird von den Klerikern nicht durchgelassen. Nicht in die Stadt, aber auch nicht mehr aus der Stadt. Wieso sollte man Leute in der Stadt festhalten? Alter, ich hab keine Ahnung. Frag die Kleriker. Deren Regeln versteht doch sowieso kein Schwein. Da kommen wir auch schon zum Kern der Sache. Wenn du möchtest, gebe ich dir eine gefälschte ID-Karte. Allerdings habe ich eine Bedingung. Wir haben Cooper bereits in die Stadt geschleust. Aber jetzt kommt er nicht mehr heraus. Du musst ihm eine ID mitbringen, sodass er die Stadt wieder verlassen kann. Aber sei dir bewusst, was passiert, wenn du damit entdeckt wirst. Du kommst nicht mehr heraus. Deswegen traut sich auch niemand von uns, damit hineinzugehen. Ich mache es. Gib mir eine ID-Karte. Hier hast du's. Ach, scheiße. Ich hab ganz vergessen, dass Vic alle dabei hat. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Solange Vic nicht wieder da ist, kann ich dir auch keine ID fälschen. Er hat die ganzen Blankokarten. Und wann kommt dieser Vic wieder? Tja, gute Frage. Der ist schon einige Zeit weg. Sie wollten eigentlich nur um die Ruinen hier ziehen und nachsehen, ob es hier noch etwas gibt, das es sich einzusacken lohnt. Du könntest ja nach ihnen suchen, wenn du es eilig hast, in die Stadt zu kommen. Sie sind Richtung Nordwesten aufgebrochen. Durchsuche einfach die ganzen Häuser, die da so stehen. Dann wirst du sie schon finden. Nordwesten. Norden. Südwesten da in die Richtung, okay. Ja, dann werden wir das mal machen. So kann das doch nicht weitergehen. Ne, so kann das hier auch nicht weitergehen. Ich hoffe nur, dass hier nicht irgendwelche krassen Viecher dann wieder sind. So. Ah, sehr schön. Ganzen Federviecher auch auseinandernehmen. Dann gucken wir uns mal hier um. Oh, sehr schön. Fein. Hey. Den ganzen Kram nehmen wir natürlich schön mit. Nordwesten, da hinten haben wir Häuser. Gucken wir uns das mal an. Sind auch viele Pflanzen. Sind hier unten Häuser? Nee, ne? Ja, ich gehe mal zu diesen Strohhütten, die ich jetzt gerade in der Ferne gesehen habe. Na komm schon. Ah, mal gucken, wo war das denn hier jetzt gerade? Wow. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwas Übles ist. Liegen auf jeden Fall ein paar Sachen rum. Irgendwas passiert. Geht eine Eisspur entlang. Neid es auch. Bin ich schon in der Nähe von dem... Ah, das ist schon am Rande dieses Schneegebiets. Ah,
Ah, jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger werden. Hier haben wir die Häuser. So. Okay, die haben wir erledigt. Pestratte. Ah, die Assel töten wir auch noch. Dann sammeln wir das noch ein hier. Ah. Da sind noch zwei Stück. Oh, das sind sogar mehr als zwei. Oh, das sind vier. Heiliger Strohsack. Oh, fliegen, 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 fliegen. Oh. Oh, Junge, Junge, Junge. Boah. Ey, wenn da so viele kommen, da... Jo, alles klar. Die sind auf jeden Fall ziemlich übel, wenn die mit so vielen kommen. Da muss ich vorsichtig sein. Ah, vielleicht erstmal hier eine versuchen, da vorne wegzulocken oder so, wenn es geht. Na komm. Aua. Das sind zu viele. Ach, die haben mich schon wieder zu gut erwischt. Eieiei, das sind zu viele. Die sind echt ziemlich übel, wenn die mit so vielen sind. Irgendwie gucken, dass ich das anders hinbekomme. Ah, sehr gut. Drecksack. Na komm. Da. Ja, sehr gut, die haben wir auch. Und jetzt du noch. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Komm, da, sehr schön. Oh, die Wand war gut. Damit konnte ich die so ein bisschen zurückhalten. Was haben wir denn alles hier schön Feines drin? Ich hoffe, einigen Stuff. Plünderer. Einsiedler. Ah, ja, hier ist schon einiges drin an Stuff. Nee. Das will ich jetzt nicht. Schlafen kann ich hier auch gleich, ne? Ja, sehr gut. Radio machen wir erstmal aus. Ich habe das Gefühl, dass hier der Typ mit den ID-Karten drin sein wird. Hoffe ich zumindest. Sieht aber auch sehr gut danach aus. Vic, ja. Jetzt habe ich die Karten. Ah, sehr gut. Ganzen Kram nehmen wir mit hier. Anleitung. Auch interessant, die ganzen Krüge. Sehr schön.
Haben wir auch noch mal ein bisschen Elixit. Oh, und noch ein Besen. Besen ist auch gut. Mehr scheint es hier nicht zu geben. Leg mich jetzt einfach mal ins in einen der Betten und schlaf mal. Ah, sehr gut. Erstmal speichern wieder. So. Ja, die Kiste kann ich leider nicht knacken. Leider noch nicht genügend Skill dafür. Hier scheint nichts Interessantes hinten zu sein. Ne, hier scheint es nichts mehr zu geben, groß. Okay, dann machen wir uns jetzt mal auf den Rückweg. Dann bringe ich jetzt nämlich die Karten. Oh, was haben wir denn da? Ne, da gehe ich jetzt lieber erstmal nicht hin. Nicht, dass da wieder irgendwas ist, was mich umbringt. Erstmal jetzt die Karten zu dem Typen bringen, dann komme ich nämlich in die Stadt rein. Dann kann ich das machen, weswegen ich hier bin. Meinen Bericht erstmal holen. Ah, hier haben wir aber trotzdem noch ein kleines Lager, was verlassen aussieht. Ah, ich kann hier aber nichts plündern. Schade aber auch. Oh! Ah, gespuckt. Ah, komm her, Kritter. Ah? Zack. Zack. Und ah, zack. Gut erwischt. Oh, da oben läuft noch einer. Er scheint auf dem Weg zu mir zu sein, ja. Ah, komm her, mein Freund. Boah. Boah. War ich jetzt ein bisschen zu langsam. Und zack. Boah, jetzt hat er mich erwischt. Egal, ich kann ja gleich irgendwo schlafen. Macht nicht so viel Schaden. Sollte schon irgendwie klappen. Hm? Mhm. Ja, ich lege mich jetzt erstmal hier eben kurz pennen, bevor die mich gleich in die Stadt schicken. Und ich dann richtig Probleme habe. Zu wenig Leben habe oder so. So. Okay, mein Freund. Ich habe die Karten. Wer soll denn damit rechnen? Vic ist tot. Aber ich habe die ID-Karten bei seiner Leiche gefunden. Er ist tot? Ach, scheiße. Hat er sich wieder mal nicht damit zufrieden gegeben, nur leerstehende Ruinen zu durchsuchen, was? Er konnte es einfach nie lassen. Frauen oder wertvolle Sachen. Da ist er immer durchgedreht. In Kombination konnte das Böse enden. Naja, wie dem auch sei. Gib mir die ID-Karten. Ich muss sie noch auf dich anpassen. So, fertig. Sehr gut. Oh, und ich bin Level Up. Sehr, sehr nice. Gib mir die gefälschte ID. Alles klar, warte kurz. Dein Bild muss dann noch eingespeichert werden. So, fertig. Hier hast du deine ID. Und hier hast du die ID für Cooper. Bring sie zu Cooper und achte darauf, dass die Kleriker nichts davon mitbekommen. Wenn Cooper seine ID nicht bekommt, ist er in der Stadt gefangen. Oder schlimmer noch, wird von den Suggestoren zu Gemüse verarbeitet. Speichern wir mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Bin jetzt Stufe 8, ne? Ja. Ich hau jetzt mal Punkte in Geschicklichkeit rein. Weil das brauche ich jetzt, damit ich dann auch bessere Waffen in Kürze benutzen kann. Alleine für das Schwert brauche ich ja schon was. Guck mal, der Ankunft. Ignis Artifex, ja genau, dafür brauche ich 65 Geschicklichkeit. So, dann gehen wir mal in die Stadt rein. Wollen wir mal schauen. Dass ich den ersten Bericht dort mal hole. Halt! Keinen Schritt weiter!
Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Können die Leute jetzt verraten? Ich weiß nur nicht, ob ich dann rein darf. Ich speichere vorher erstmal. Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand... Ist dir klar, dass vor euren Toren mit gefälschten IDs gehandelt wird? Zeig her! Gute Arbeit! Das wäre mir nicht aufgefallen. Bürger wie dich können wir hier gebrauchen. Ich gebe dir eine legale ID und du bringst diese gefälschten IDs zu Erich. Es gibt allerdings einige Regeln, über die ich dich informieren muss, bevor du rein darfst. Zum Ersten solltest du dich von den Generatoren fernhalten. Dort hat niemand außer den Technikern etwas zu suchen. Die gefälschten IDs, die du mir gezeigt hast, bringst du direkt zu Erich. Bei ihm meldest du jeden, den du ohne Papiere in der Stadt triffst. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir den Frieden in der Stadt wahren. Außerdem bin ich noch verpflichtet, dir mitzuteilen, dass wir, die Kleriker, nicht die Herren der Stadt sind. Im großen Konzil wurde festgehalten, dass die Kleriker diejenigen sind, die für die Unabhängigkeit der Stadt garantieren sollen. Jeder ist hier willkommen. Auch wenn du nicht dazu verpflichtet bist, so möchten wir dich doch dazu anhalten, auf das Wort unserer Suggestoren zu hören. Das war's. Du kannst jetzt passieren. Ich bin eine richtige Drecksratte, ey. Ich habe gehört, dass ihr Menschen in der Stadt gefangen haltet, wenn sie sich nicht ausweisen können. Ich habe gehört, dass ihr die Menschen in der Stadt gefangen haltet, wenn sie sich nicht ausweisen können. Das ist richtig. Niemand ohne gültige ID darf die Tore der Stadt betreten oder verlassen. Jemand, der sich nicht ausweisen kann, könnte sich auch eingeschmuggelt haben. Wir können es nicht riskieren, dass sensible Informationen in die Hände des Feindes gelangen. Also halten wir jeden, der raus will und sich nicht ausweisen kann, hier drinnen fest, bis geklärt ist, wo seine ID ist. Stellt sich heraus, dass er gar keine ID besitzt, dann kümmern sich unsere Suggestoren um ihn. Wo finde ich Erich? Geh einfach den Weg geradeaus in die innere Burg. Dort solltest du auf ihn treffen. Was ist ein Suggestor? Unsere Suggestoren sorgen dafür, dass es in unserer Stadt friedlich bleibt. Wenn jemand Probleme macht, dann wird er entweder aus der Stadt geschmissen, suggestiert oder beides zugleich. Aber keine Sorge, bei einem guten Suggestor merkst du nicht einmal, was passiert. Du änderst einfach nur deine Meinung. Okay. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir haben alles unter Kontrolle. Aber dass wir jetzt sogar schon Alpseparatisten in die Stadt lassen, widerstrebt mir. Auch wenn die Stadt eine Zuflucht für jeden sein soll und ich meine Befehle habe, bin ich damit nicht einverstanden. Es sind Separatisten in der Stadt? Ja, so habe ich auch reagiert. Sie behaupten nicht mehr zu den Alps zu gehören. Aber diesen unreinen Wesen kann man nicht trauen. Einsperren und auf Elex-Entzug setzen, so lange bis sie nur noch Gemüse sind, das sollte man mit ihnen machen. Man munkelt, sie hätten ihr Hauptquartier irgendwo im Osten von Abessa. Eigentlich müsste man sie aufspüren und den ganzen Laden da aufräumen, wenn du mich fragst. Nur ein toter Alp ist ein guter Alp. Der Typ ist auf jeden Fall sehr direkt. Du hast das Konzil von Magallan erwähnt. Richtig. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Alois. Ich habe noch nie großartiges Interesse an der Vergangenheit gehabt. Wer ist Alois? Alois ist der Judikator, der den Vorsitz über die Stadt hat. Du findest ihn im großen Raum in der Burg. Nicht zu verfehlen, da wo die Generatoren drin sind. Darf ich aber nicht hingehen. Der hat doch gerade gesagt, ich soll mich von den Generatoren fernhalten. Ja gut, vielleicht darf ich in die Nähe. Oh. Sehr schön, ich hab's geschafft. Ich bin in der Stadt der Kleriker schon mal. So, jetzt müssen wir aber unseren Auftrag erstmal direkt nachgehen. Und zwar müssen wir hier jemanden finden.
Ragnar will seine Gegner besser einschätzen können. Ich soll ihm Berichte aus mindestens zwei der großen Städte bringen, damit er im Bilde ist. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier mit den Hauptverantwortlichen der Stadt reden. Ja. Gehe ich mal direkt zur Burg hier. Hey, du. Lass mich raten, ich darf nicht in das obere Viertel? Was? Nein, Blödsinn. Hier darf sich jeder frei bewegen. Ich hab nur eine Frage an dich. Du kommst doch von draußen, oder? Erzähl, wie ist die Lage außerhalb der Kuppel? Ah, das ist Erich. Momentan ist es ruhig. Ich bin mir sicher, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Aber unter meiner Kuppel kann uns nichts passieren. Ohne sie wären wir schon lange überrannt worden. Kalan gab uns das Wissen und nun sieh, was wir erschaffen haben. Einen sicheren Hafen für alle Menschen. Ich dachte, Kleriker wollen keine unreinen Menschen neben ihnen. Wir sind der Überzeugung, dass Elex den Körper und den Geist verseucht. Und dass jeder reine Mensch eines Tages in den Armen Kalans die Erlösung finden wird. Er wird kommen und uns von hier wegbringen. Was mit den Unreinen geschieht, das weiß ich nicht. Aber dennoch liegt es nicht an uns, die Unreinen zu bestrafen oder auszusperren. Hier in der Kuppelstadt ist jeder willkommen. Mein Name ist übrigens Erich. Konstrukteur der Kuppel und Verwalter über die Techniker und Generatoren, die diese Stadt sichern. Ich habe eine illegale ID, die ich bei dir abgeben soll. Sag mal, willst du mich jetzt verscheißern? Dich hat doch bestimmt Gregor die Kuppelwache geschickt, oder? Ich hab ihm schon 1000 Mal gesagt, ich bin nicht zuständig. Alois ist der Oberaufseher der Stadt. Bei ihm sind solche Fälle zu melden, klar? Du hast eine Seite, okay. Ich werde die IDs zu Alois bringen. Ach, gib schon her die Dinger. Ich kümmere mich darum. Aber merk dir für die Zukunft, dass ich nicht zuständig dafür bin. Zuerst die Zuständigkeit prüfen, sag ich immer. Sonst funktioniert hier nichts. Wenn es also Probleme mit den Generatoren gibt, da bin ich dein Mann. Ich bin es einfach satt, dass alle immer zu mir kommen mit ihren Problemen. Hier hast du die Belohnung, die auf Hinweise zur Ergreifung schädlicher Elemente gesetzt wird. Ich hole mir die Splitter einfach von Alois wieder. Wir werden prüfen, auf wen diese ID personalisiert wurde. Um den Rest kümmert sich dann einer unserer Suggestoren. Danke für deine Hilfe. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt trotzdem mal zu Alois. Warte mal, er bringt die da wahrscheinlich jetzt gerade hin. Oder schwankt die Leistung unserer Generatoren? Wen interessiert deine Meinung? Die Serie war noch nie zuverlässig, das weißt du doch. Ich will damit nichts zu tun haben. Dann bringt er die da hin oder was macht er jetzt? Ne, er bleibt hier einfach stehen, okay. Dann bringt er die da anscheinend nicht hin. Der scheint hier drinnen irgendwo zu sein, dieser Alois. Da bestimmt, ne? Ja. Ja? Gibt es etwas Dringendes? Wie du dir denken kannst, habe ich alle Hände voll zu tun. Diese Stadt regiert sich leider nicht von alleine. Darum entschuldige bitte, wenn ich kurz angebunden bin. Der Mensch braucht schließlich Führung, gerade an diesem Ort. Du bist also der Boss hier. Sagen wir der Einfachheit halber, dass ich die Stelle bin, an der alle Fäden zusammenlaufen. Aber vertiefen wir das Thema nicht weiter. Sonst landen wir noch bei der Politik. Und danach steht mir nicht der Sinn. Falls du übrigens von mir etwas erbitten willst, vergiss das. Wir sind gezwungen, mit unseren Rationen zu haushalten. Die Schutzsuchenden durchzufüttern ist eine logistische Herausforderung. Was muss ich über die Kuppelstadt wissen? Das, was ich dir sagen kann, ist auch das Offensichtliche. Wir sind ein Schmelztiegel der Völker. Früher, als man müde vom Krieg war, herrschte Ruhe. Und man konnte in Frieden miteinander leben und handeln. Aber jetzt herrschen nur noch Gier, Wut und Angst. Draußen herrscht Krieg
Und hier drinnen werden dir die Splitter aus der Hand gestohlen, wenn du nicht aufpasst. Die Welt spielt verrückt. Und der Grund dafür ist... Der Grund? Du meinst wohl die Gründe. Vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sage, wie die Dinge stehen. Die Berserker leben immer zurückgezogener, seit sie ihre Gesetze erlassen haben. Die Outlaws sind noch unberechenbarer als vorher. Jemand wie dieser Duke hätte nie die Macht an sich reißen dürfen. Und während die Alps ihren eisigen Hauch über die Welt jagen, suchen die abtrünnigen Separatisten bei uns Unterschlupf. Allesamt dunkle Vorzeichen, dass wir erneut einer globalen Katastrophe gegenüberstehen. Und wir stehen mitten im Zentrum. Entmutigend, nicht wahr? Seit wann hast du den Vorsitz über die Kuppelstadt? Ich bin nunmehr 8 Jahre im Amt. 8 Jahre. Und einfach war es nicht, das kannst du mir glauben. Eine gewisse Neutralität zu wahren und zusätzlich den Alps die Stirn zu bieten. Bei Kalan, es gibt wahrlich angenehmere Posten, auf die man mich hätte setzen können. Und wenn dich jemand ablösen will? Dann soll er es wollen. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Und ich sage dir auch warum. Das große Konzil von Magalan liegt jetzt schon etliche Zeit hinter uns. Das ändert aber nichts daran, dass die Verträge für mich noch gelten. Es wurde beschlossen, dass wir Kleriker den Vorsitz zugesprochen bekommen. Wir haben uns im Gegenzug verpflichtet, neutral zu urteilen und für die Sicherheit aller einzutreten. Dass wir aktuell mehr Strenge zeigen müssen, gefällt mir auch nicht. Aber anders können wir unsere Verpflichtung nicht erfüllen. Von den ganzen Dieben in dieser Stadt ganz zu schweigen. Was wurde sonst noch im Konzil von Magalan beschlossen? Im Grunde genommen alles, um einen andauernden Frieden zu sichern. Gefangenenaustausch, Sicherung der Landesgrenzen, Rückgabe fremden Eigentums und so weiter und so weiter. Zyniker würden sagen, die Verträge sind das Papier nicht wert, auf dem sie verfasst wurden. Aber solange sich der offizielle Status nicht ändert, halte ich mich an das, was beschlossen wurde. Einzig und allein kleinere Anpassungen erlaube ich mir. Das erfordern einfach die Umstände. Gibt es hier viele Diebstähle in der Stadt? Viele ist gar kein Ausdruck. Ich glaube, hier treibt sich eine organisierte Bande herum. Aber sicher bin ich mir da nicht. Mir wird immer wieder von Diebstählen berichtet. Aber ein Schuldiger wird fast nie gefunden. Ich habe für jeden Hinweis, der zur Ergreifung der Diebe führt, ein stattliches Kopfgeld ausgesetzt. Wenn du also etwas weißt, komm damit zu mir. Ich mache dich zu einem reichen Mann. Okay. Mal ganz kurz schauen. Oh ja, den Bericht habe ich jetzt quasi hier in der Stadt anscheinend geholt. Das haben wir schon mal. Das ist gut. So, hier wird wahrscheinlich auch irgendwo in der Stadt noch ein Teleporter sein, kann ich mir vorstellen. Oder ich muss den vor der Stadt nutzen. Kann natürlich auch sein. Ja, ich muss wahrscheinlich den vor der Stadt nutzen. Hey, du hast doch sicher ein paar Splitter für einen Veteran. Ich erkläre dir dann auch, was du über die Stadt wissen musst. Geh mir aus dem Weg. Aber sicher doch. Nur ein paar Splitter, dann bin ich schon weg. Was willst du von mir, Mann? Verpiss dich. Gott, der ist so ein Bettler an. Junge, der soll für seine Splitter arbeiten. Ich arbeite auch für meine Splitter. Musste dafür hart kämpfen und alles. Habe ich eigentlich mittlerweile. 4170. Gut, ich glaube, 10 Stück hätten jetzt auch nicht den Kohl fett gemacht. Aber ich will gar nichts gerade über die Stadt wissen. So. Dann benutzen wir jetzt mal den Teleporter. So, wie war das denn nochmal da, ne? Ja, nach Goliath. Sehr schön. So. Dann haben wir jetzt schon mal den Bericht aus der Klerikerstadt.
bevor ich jetzt hier groß weiterziehe und so, will ich erstmal eine Sache versuchen. Ich muss jetzt einmal etwas machen, was ich nicht eigentlich so gerne machen möchte. Nämlich, ich muss was klauen. Da ist gerade jemand. Ich lege mich mal ins Bett und penne mal bis zum nächsten Morgen. Und dann hoffe ich, dass der Typ hier rausgegangen ist. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Hat's geklappt. Sehr schön. Nee, ich möchte verkaufen. Langenbiss. Boah, für die brauchen wir auch so viel Geschicklichkeit für die Waffe. Ja, da kann ich ja vorher schon fast Ignis benutzen, ja. Das ist doch echt zum Kotzen. Den Hammer kann ich verkaufen, den will ich nicht. Kann ich nicht viel anfangen. So, dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch haben, was wir verkaufen können. Schützt vor Kälte und macht sich gut als Dekoration. Feder, die können wir alle gut verkaufen. Kralle, Zähne, ganzen Knochen kann ich verticken. Ah, hatte ich nicht noch Zigaretten irgendwo hier? Öllampe, ja, die können wir auch alle verticken. Ein Besen. Guter Becher kann auch alles weg. Guter Teller. Krug können wir auch alles weghauen hier. Ohrzange. Ja, das kann auch weg. Genauso auch die Geldbündel. Alte Münze. Klopapier, Spielzeug. Es sind sogar noch alle Räder dran. Klopapier. Ja. Und Zigaretten habe ich auch noch 200. Ja. Sehr schön. Jetzt schon mal ordentlich Elixit wieder gemacht. Das ist doch echt zum Kotzen, ne, mit den Waffen. Ich habe jetzt 21 Geschicklichkeit, 40 Stärke und ich kann keine neue Waffe benutzen, weil die alle so viel Stärke benötigen und Geschicklichkeit. Na gut, die Stärke für Schlangenbiss hätte ich schon, aber mir fehlt die Geschicklichkeit dafür. 61. Das ist schon echt heftig. Da müssen wir mal gucken auf jeden Fall, dass wir da noch ein bisschen stärker werden oder geschickter. Guck mal, ob ich beim Waffenhändler vielleicht irgendwas jetzt finde, was besser ist, was ich nutzen kann. Geld habe ich ja jetzt einiges. Mal schauen. Mal gucken. Nee, der Waffenhändler, warte mal, wo war der denn? Der war doch irgendwo... Nee, hier unten war der nicht. Ich musste noch einen weiter höher, ja. Ich musste noch einen weiter höher. Und dann kann ich gleich von hier aus nämlich ins Lager der Outlaw gehen. Und dann gucken wir, das war da. Nee, der war... Ey, wo war der denn jetzt, der... Wo war der Waffenhändler nochmal genau? Der da unten? Immer dieser Technikkram. Alter, die Schniss. Ich bin nur neidisch, weil du nicht so eine Technik hast hier. Ah, da hinten war der, glaube ich, ne? Waffenhändler da hinten an der Hütte dran. Ja, da ist er. Sehr gut, da können wir jetzt erstmal hingehen. Dann gucken wir mal, was der so hat. Da irgendwas schön handeln kann. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Breitschwert. Ja, das würde minus 8 Schaden machen. Das Bessere braucht 36 Geschicklichkeit. Tigerschwert würde plus 9. Ja, da brauche ich auch noch ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Ja, für all das braucht man immer ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Das ist das Problem. Schade, 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 schade. Einfaches Kriegerschwert der Berserker kann verbessert werden. Verbessertes Breitschwert der Berserker. Es ruft nach einer magischen Erweiterung. Aber warte mal, kann ich nicht meine Axt auch irgendwie verbessern? Legen, Quickslot zuweisen. Nee, kann ich nicht verbessern, ne? Ich müsste Schmiedekunst, glaube ich, dafür lernen. Geh mal hoch zum Schmied und spreche nochmal mit dem. Ich glaube, der kann mir auch ein bisschen was beibringen, wenn ich
Wenn ich den nett frage. Sag jetzt mal nett. Gucken, ist der hier irgendwo? Da ist er. Nee, Werker. Anleitung. Nee, der kann mir... Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ah, guck mal, der hat aber auch noch Waffen. Hornschwert. Ah, das ist schlechter. Noch mal ein Kriegerschwert. Was ist das? Achso, Sachen, die der mir abkauft. Ah, nee, der hat aber auch nichts Besonderes, ne? Anleitung Ring der Verteidigung. Oh, okay, dafür brauche ich aber Voraussetzung Goldschmied. Naja. Okay, nee, das lohnt sich nicht. Ne, da kann ich nichts mit anfangen. Dann muss ich jetzt mal schauen, dass ich hier vorwärts komme, je nachdem. Bergsee. Ah, ich könnte mich hier hin porten. Und dann könnte ich wieder über die Stadt von den Klerikern die Hauptstraße entlang, ja. Da könnte ich dann quasi in die Wüste gehen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Machen wir mal so. Und porten wir uns da jetzt hoch. Hier, genau. Ja. Von hier aus kann ich dann schön... Ach nee, das ist gar nicht bei den Klerikern. Kleriker sind ja hier oben. Aber jetzt bin ich direkt an der Hauptstraße. Das müsste, wenn ich mich nicht täusche, der Weg hier sein. Ja, das sieht danach aus. Das ist der. So, dann laufen wir jetzt schön den Weg hier entlang und dann werde ich mich auf dem Weg in die Wüste machen. Zum Lager der Outlaws und dann hoffe ich, dass ich da auch relativ schnell einen Lagebericht erfassen kann. Einfach mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ah, da kann ich nicht hin. Oh, Pestratte. Oder nee, Kritter. Zack. Ein Ausdauer erstmal hier. Ah, komm her, mein Freund. Du Drecksack. Jeder Schlag füllt deine Kombo-Leiste auf. Sobald du genug Kombo-Energie hast, kannst du eine Spezialattacke Q ausführen. Je besser du deine Attacken timest, desto mehr Kombo-Energie bekommst du für den Schlag. Ah, okay. Ach so. Krass, das wusste ich noch gar nicht. Da muss ich auch mal mehr drauf achten, dann auf diese Kombo-Leiste. Das wusste ich gar nicht. Ah, gut zu wissen, dass sowas geht. Wollen wir mal schauen. Hier sind doch ein paar Pflanzen. Oh ja, da haben wir noch einen Hornwolf. Komm schon. Ah, und zack und zack. Fühlt sich aber langsam, ne? Fühlt sich aber richtig langsam. Oh, zack. Haben wir hier noch irgendwo was Besonderes? Nein, da sind noch Alps. Weiß nicht, ob die mich angreifen. Ich speichere mal vorher. Die Separatisten sind das. Kerax. Halt! Wer da? Warte mal, bist du das, Jax? Man sagte uns, du seist exekutiert worden. Sehe ich tot aus? Nein, das sagt mir aber, dass man dir nicht trauen kann. Selbst nach deinem Tod nicht. Was hast du noch über mich gehört? Gehört? Du meinst, welche Lügen sie mir noch aufgetischt haben? Hast du jemals schon von einer gescheiterten Alp-Exekution gehört? Ich jedenfalls nicht. Was ist dein Plan? Dich undercover irgendwo einzuschleusen? Du würdest jetzt nicht mehr leben, wenn ich immer noch im Auftrag des Eispalastes hier wäre. Und das weißt du auch. Du erwartest allen Ernstes, dass ich dir das abkaufe. Tatsache ist, dass meine Kräfte verschwunden sind, seit ich von der Elex-Versorgung abgeschnitten bin. Sieh mich an. Glaubst du, der Eispalast würde mich ohne Elex hier draußen operieren lassen? Hm.
Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber mein Gleiter wurde abgeschossen. Und Elexitor Kallax hat versucht, den Rest von mir zu erledigen. Ich fiel von einer Klippe und Kallax dachte, er hätte seinen Job erledigt. Aber ich lebe. Und jetzt will ich antworten. Tja, um ehrlich zu sein, deine Geschichte passt irgendwie ins Bild. Sieht ganz so aus, als würde im Eispalast momentan so einiges drunter und drüber gehen. Tatsächlich? Warum? Weißt du genaueres? Eigentlich nicht. Ich bin nur ein einfacher Soldat und schon seit Wochen hier draußen. Was genau ist eure Aufgabe hier draußen? Aufklärung. Wir behalten die Verbindungswege und Pässe im Auge, die die Länder der freien Menschen verbinden. Im Gegensatz zu den Alps im Eispalast ist unser primäres Ziel, hier draußen zu überleben. Seit der Machtübernahme der Elexitoren am Hofe des Palastes hat sich einiges geändert. Du selbst bist nun Opfer der Elexitoren geworden, also wirst auch du jetzt umdenken müssen. Was weißt du über Kallax' momentanen Aufenthaltsort? Seine Truppe bewegte sich vor ein paar Tagen noch über den Pass nach Norden, ins Hochland Abessa. Der Eispalast sammelt seine Streitkräfte. Wenn du mich fragst, können wir uns bald auf einen Großangriff gefasst machen. Wir bekommen fast täglich neuen Zulauf an Soldaten oder auch Offizieren der höheren Laufbahn oben in unserem Hauptquartier, die zu uns überlaufen. Wenn du also auf Neuigkeiten von den Alps aus dem Eispalast aus bist, dann wärst du gut bei uns Separatisten aufgehoben. Du bist ziemlich freundlich für einen Terroristen. Tja, ich weiß ja nicht, ob du die anderen im Hauptquartier ebenfalls von deiner Geschichte überzeugen kannst, aber für mich bist du jetzt auch ein Abtrünniger, Jax. Genau wie wir, ob dir das nun gefällt oder nicht. Außerdem könnten wir deine Expertise und Kampfkraft gut gebrauchen. Du solltest mal mit unserem Anführer Sestak sprechen. Unser Hauptquartier ist am Konverter in Südabessa. Du wirst es schon finden, wenn du danach suchst. Wie auch immer, ich muss jetzt weiter. Ach ja, und pass auf die Outlaws auf, die hier in der Gegend herumstromern. Die stehlen dir dein Zeug und verkaufen es auf dem Schwarzmarkt noch bevor du es merkst. Ja, danke. Der hat mich ein bisschen nervös gemacht hinter mir, der Typ, die ganze Zeit mit seinem Rumgetanze. Oh. Ah, sehr gut. Dann können wir uns ja hier in Ruhe jetzt erstmal umschauen. Radio ausmachen. Ich will jetzt nämlich nicht hören. So, was haben wir denn hier Feines? Da geht's auf jeden Fall unter eine Brücke und da liegen ganz viele Container rum. Könnte was Interessantes sein. Nee, ist es aber anscheinend nicht. Hier sieht's auch nicht schlecht aus. Ich flieg mal hier so ein bisschen, muss da so oder so lang. Das hier ist der Weg, den ich nämlich nehmen muss, um zu den Outlaws zu gelangen. Ja. Ja, scheint hier noch nichts groß Interessantes zu sein. Egal, mal gucken, wie weit bin ich jetzt schon? Oh, okay, gleich fängt schon das Wüstengebiet an. Vielleicht schaffe ich es ja heute noch zur Stadt der Outlaws, wenn ich mich ein bisschen ranhalte. Und dann können wir da nämlich noch den Lagebericht in der nächsten Folge versuchen zu machen. Der Übergang sieht auch richtig gut aus. Ich finde das echt gut gemacht so. Oh, da war ein Beißer. Gegen den sollte ich aber hier gut kämpfen können eigentlich. Nee, Schakal. Boah. Gucken, ob ich eine Chance habe. Ah, sollte ich eigentlich schaffen können, Schakal. Kann der auch rotzen oder so? Komm, und zack, und nochmal einen Schlag. Oh, Junge, Junge, Junge. Nein, jetzt hat er mich erwischt, ey. Ich habe das Gefühl, die Kombo-Leiste geht runter, wenn man das Jetpack benutzt. Dann haben sie das doch mit einberechnet ins Kampfsystem. Dann ist das doch sehr ausgeglichen. Oh, und zack. Ah, komm schon. Super Schlag hier, so. Ah, komm. Und noch mal ein.
Sehr gut, den haben wir weggeklatscht. Boah, 40 Erfahrungen, ey. Wenn man bedenkt, wie krass die Viecher sind. Nicht gerade viel. So, zack und zack und... Ach, sehr schön. Auch erledigt. Gut geschafft hier. Ah. Da hinten haben wir ein Haus. Sogar mehrere. Ich hoffe, da ist nicht wieder irgendwas drin, was mich jetzt gleich direkt wieder vernichtet. Oder direkt tötet. Das ist immer ganz extrem momentan hier in dem Spiel. Hier immer irgendwelche Viecher sind, die einen umbringen wollen. Da haben wir schon mal einen Besen. Hier ist aber schon mal nichts Interessantes drin. Mal gucken, ob wir hier irgendwo noch was finden. Oh je. Oh je. Ich glaube, das war nicht gut, dass ich da reingegangen bin. Einfach so. Da hätte ich nicht einfach so reingehen dürfen. Also da ist auf jeden Fall noch ein Reißer. Bei dem muss ich vorsichtig sein. Ich glaube, dann lasse ich das Haus lieber erstmal zur Sicherheit noch aus. Weil für einen Reißer, da will ich versuchen, mindestens nochmal eine etwas stärkere Waffe zu bekommen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Der Weg. Ja, rechts entlang, hier. Oh, da haben wir einen Teleporter. Das ist schon mal gut. Teleporter ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ich würde sagen, wir machen das dann auch so, liebe Freunde. Wir werden für heute hier an der Stelle erstmal Feierabend machen. Und machen dann nächstes Mal an diesem Punkt weiter. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Elex wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.